Es ist so, dass eigentlich schon dieser Anfang, der nicht wahnsinnig nach Beethoven klingt, den Diabelli-Variationen von Beethoven, das sind die wichtigsten Fragmente oder thematischen Fragmente eigentlich schon verpackt. Also dieser Auftakt, dom, dom, den Sie gleich zu Beginn hören, ist eigentlich sowas wie dieses Pararadon, ein bisschen anders komponiert. Dann dieses Dagadagadam, was Sie immer hören. Und auch diese Drehfigur, die ist auch schon eingearbeitet. Bei mir ist es so, dass eigentlich das Thema nur marginal variiert wird, aber immer kürzer wird. Also es wird von, ich glaube, anfänglich sind es 10 Takte, wird es zu 7 Takten, zu 5 Takten, bis es am Schluss eigentlich nur noch ein Achtel lang ist. Also das ist die Idee der Schlaufenrepetition, ist, dass sich das Thema sozusagen unterwegs in nichts auflöst, ja? Also sozusagen einschrumpft und verdunstet. Also, dann Tempo und zu. Okay. Das ist eigentlich die Idee, dann mit diesen Aktionen, Fußstampfen oder auch instrumentalen Geräuschaktionen, diese ganze Redundanz, die ja im Walzer von Anton Diabelli angelegt ist, auch nochmal herauszuarbeiten. Weil was Sie hören, ist eigentlich nichts anderes als wirklich das Thema von Diabelli, einfach ein bisschen anders instrumentiert. Musik.